Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replicast 1155 zu einem PvP. Und zwar mit dem koreanischen Terraner hier in Rot. Das ist Cure. Beim Team Dragon Phoenix Gaming. Ehemals beim Team Chinair Greenwings. Ja, sein Gegner, das ist der Protoss hier in Blau. Der ist aus der Ukraine. Es ist Hellraiser. Spielt beim Team Clash. Und ja, tatsächlich, die beiden befinden sich da in ihrem Loses Match und wir sehen, Q beginnt mit einem schnellen Opener, nämlich eine Proxy Rex mit Tech Lab tatsächlich. Baut trotzdem zu Hause eine eigene Barrex. Die Probe hat hier aber gescoutet. Ein bisschen verdächtig sollte das Hellraiser schon vorkommen. Was sein Gegner da so macht, denn die Expansion fehlt eben noch, aber eben da war dann ein Marine draußen, also nicht sicher, ob Hellraiser das ahnt. Dass Q hier fröhlich Marauder und Concussive Shells produziert. Also Q versucht das hier sehr, sehr schnell in den Sieg umzuwandeln, diese Map Nummer 1. Ja, das ist ein Probe hier. Kurz noch den Watchtower abgecheckt, aber die Barrack steht weit außerhalb der Reichweite vom Watchtower. Wir haben bei dem Protoss eine Schildbatterie aber unterwegs. Adept scoutet, Stalker scoutet, also Hellraiser erahnt auf jeden Fall, dass hier irgendwas nicht stimmt. Man sieht, die Einheiten sind da unterwegs. Aber werden das bisher nicht finden. Marauder 1 ist da, Marauder 2 wird produziert. Die Marines rücken auch raus, zusammen mit einem SCV. Also das ist eigentlich im Prinzip alles, was Hellraiser Sinn verbraucht. Und dann werden wir mal sehen, wie gut ist die Schildbatterie. Ich denke sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier einen Schildbatterie-Overcharge sehen werden. Denn hier geht jetzt die Party los. Es ist ein Stalker da und die Schildbatterie haut schon mal die Energie raus. Kommt der Overcharge, ist die Frage. Stalker gibt sich hier größte Mühe, wird angegangen. Schildbatterie hat noch Energie, ist jetzt dann leer. Jetzt kommt der Schildbatterie-Overcharge, wie man sieht. Der Schildbatterie leuchtet grün, hat diesen Wirbel oben drauf und der Stalker lebt momentan noch. Der Depp, der geht als erstes down, der Stalker keilt nochmal nach hinten und der die Schildbatterie, ja, okay, die lädt ihn komplett wieder auf. Das Schildbatterie hat jetzt auch wieder ein bisschen Energie und zweite kommt gerade online und das reicht für Hellraiser, um das zu halten. Jus Push ist hier nicht sonderlich effektiv. Er hat einen Adept rausgenommen, ja, aber dafür sehr, sehr viele Einheiten verloren. Zwei SCVs, zwei Marauder und ein Marine. Zudem muss man sagen, Cures Economy, ja, nicht gut. Cures Tech auch nicht gut, denn er baut hier einfach weitere Barracks. Also Cure scheint hier einfach voll auf One-Base Bio-All-In zu spielen. Hat jetzt drei Stalker gegen sich, das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Es ist ja spannend, dass er so einen aggressiven Opener wählt, aber trotzdem, er fällt jetzt hier halt weiter und weiter zurück, denn beim Protoss ist der allererste Immortal schon da. Denn Hellraiser hat eine Robo durchgebracht in der Zeit, hat immer noch Schildbatterie-Energie. Schildbatterie-Overcharge ist jetzt auch wieder verfügbar. Gut, sofern man die Energie hat, hat der Main Nexus noch Energie dafür? Ne, momentan nicht, aber ich glaube, es wird gerade ein bisschen Energie gesammelt. Stalker gehen jetzt sogar schon nach vorne. Erster Stalker fällt aber auch um. Aber man hat eben den Immortal mit dabei und damit kann man als Protoss fighten, denn die Immortals sind halt ziemlich stark gegen Marauder. Und die Protoss Army damit treibt den Terraner vor sich her. Die Barracks drüben wurde noch nicht gesehen. Jetzt ist Nimit drauf, aber jetzt sind halt schon sehr viele Bio-Einheiten wieder verstorben. Und auch der Marauder wird da auch noch gesniped werden, so um noch weiter wegzukommen, die Einheiten. Aber Hellraiser hält die ganze Geschichte und Cure, für ihn sieht es jetzt ziemlich miserabel aus, denn er hängt halt auf einer einzigen Basis mit ja, 20 SCVs sogar auf seinen Minerals plus Mule. Hat jetzt natürlich sehr, sehr viele Barracks. Es wird nochmal eine richtige Bio-Explosion hier geben. Trotzdem wird das nicht einfach für Cure, denn Hellraiser ist halt so weit vorne. Weil Cure jetzt müsste jetzt Hellraiser überrennen können, das wäre sein bester Ansatz. Einmal ein Stim und Go, aber hätte er doch nicht ganz die Units für einen Stim und Go. Und zudem ist jetzt ein Warpress Mauern dabei, um die Einheiten zu safen. Das wird hier gerade schlimmer und schlimmer für Cure. Zieht jetzt da seine Wall hoch, aber die Protoss-Knighten stehen halt vor seiner Haustür. Und ich sehe gerade nicht, wie Cure dieses Match noch retten kann tatsächlich. Er flieht hier seine Supply-Depots, das wird jetzt auch Supply blocken. Er flieht dann seine Add-ons. Sein erster Reaktor ist da down. Unten könnte man noch ein Supply-Depot snipen. Und Cure kann einfach nichts tun, nichts bauen, wenn das kommt bei Protoss gerade in Dark Shrine. Man muss bedenken, der Protoss hat halt zwei Basen und schon weiteren Tech. Das hat der Terraner halt alles nicht. Terran ist alles Bio. SCVs werden mit reingezogen. SCVs werden gekited, gesniped. Hier geht es der Zealot down. Und hier, es wird jetzt gejagt, aber da werden die Einheiten einfach eingeladen. Es wird jetzt aber auch das Warp-Prism angegangen. Also die Bio zeigt jetzt auch ihre Feuerpower, die sie wirklich zur Verfügung hat. Währenddessen geht es in der Main-Base auch zur Sache. Da gibt es nochmal den Overcharge, um den Pilot am Leben zu halten. Das funktioniert auch sogar. Der Pilot überlebt das, die Stalker kommen nur dazu. Die Protoss-Einheiten haben disengaged, haben das überlebt. Aber eben für Cure wird das nicht besser. Er hat währenddessen Mining-Time verloren. Gut, er hat eh nicht so viel Mining, dass er noch machen kann. Aber man sieht sie eben, Protoss massive Mining-Vorteil. Army-Supply ist dann noch größer für den Terraner. Aber die Frage ist, wie lange, denn es ist halt Bio ohne Heal, das heißt, jeder Stim tut weh, jeder Stim verliert rund um 10 Hitpoints pro Einheit.
Das ist so, als würde man einmal mit dem Koloss da drauf lasern auf die ganze Bio. So, Combat Shield ist jetzt da auch noch durch. Das heißt, die Marines bekommen nochmal 10 Hitpoints wieder. Es wird gepumpt, was das Zeug halt aus dem Barracks die Cure momentan hat. Also der Supply Block hat ihm auch wehgetan. Und wir haben momentan volle 2 Basensaturierung beim Protoss. Gott, das ist so viel Mining-Vorteil. Army Supply ist natürlich viel deutlich stärker beim Terraner. Aber was jetzt eben dann gleich kommt, sind die Teasen. Also die Teasen ist sehr gute Wahl, denn der Gegner hat nur ein einziges Orbital Command. Das heißt, Scans sind Mangelware. Und ja, der erste DT ist da. Und da kommt auch sofort das GG, weil Cure genau weiß, das wird nichts. Selbst wenn Cure jetzt nochmal die Energie hätte für einen Scan, da kann Hellblaze einfach warten, bis der erste Scan durch ist, dann schickt er wieder die T rein, dann kann er wieder warten, bis da, oder kann er, dann kann er schon mal fröhlich den Gegner zersäbeln, das kommt mit dazu. Dann dauert es nämlich ewig, bis ein weiterer Scan da ist. Und selbst dann mit nur einem OC ist einfach die Scan-Frequenz nicht hoch genug, als dass man gegen die Ts irgendwas machen kann als Terraner. Also mit Q mit einem sehr, sehr aggressiven Opener, kommt aber nicht wirklich durch. Und ab da hat Hellblaze eh schon die Führung. Und Q versucht es noch mit den Barracks nachgelegt, aber der DT-Tech konnte ihn dann doch ziemlich hart und auch so, ich glaube auch mit dieser Truppe wäre da nicht so wirklich gut durchgekommen. Es sind Sentries mit dabei für Forcefields. Man hat immer noch das Stim-Problem. Es wurden sogar die SCVs mitgezogen, für das mein RCS Mining technisch auch nicht wirklich was unterwegs. Und ist eben das so miserabel mit 1800. Das sieht man eventuell, wenn wir bei 3-4 Basen sind, so ein Income-Advantage, aber nicht auf 1-Base versus 2-Base. Und somit, ja, Cure muss da die erste Map abgießen. Hellblaze geht 1-0 in Führung. Und wir gehen jetzt in Map Nummer 2. So, Map Nummer 2, Death Aura. Und da gibt es eine ganz normale Reaper-Expansion. Diesmal so keine Proxy-Spielchen erstmal. Der Boost immer. Sieht ein bisschen dumm sieht schon aus. Wie die Einheiten da durchdüsen. Wenn wir jetzt da, was sind die schnellsten Einheiten? Linge on Creep. Das heißt, wenn wir da Linge on Creep durchschicken, dann geht die Party richtig ab. Die brauchen wahrscheinlich überhaupt keine Zeit, um da durchzukommen. Weil, ob wir das jemals sehen werden, ist die goldene Frage. Creep Spread und Zerglinge. Wir hatten ja schon PVZ auf der Ecke, aber da kamen wir nicht wirklich hier durch. An diesem Weg. Ja, vielleicht. Eines Tages. Ich meine, Death Aura ist recht standardmäßig aufgebaut. Auch mit diesen Speed Boosts ist sie jetzt nicht so besonders, dass die Spieler sie mega häufig wehtun werden, denke ich. Da Golden Wall ja eh noch im Map Pool ist, glaube, wehtun die Spieler lieber Golden Wall. Ich meine, die eine Map haben wir eh rausgenommen. Purity and Industry. Nachdem sich die Leute wieder alle aufgeregt haben, weil, oh, diese Map, gut, sie war ein bisschen unbalanced für Terrence, aber ja, so ist es nun mal. Wir könnten einfach einen größeren Map-Pool machen und mehr Vetos. Dann können wir auch ein bisschen unbalanced Maps reintun und dann können die Spieler das wehtun, was ziemlich Grütze ist oder sich auf Maps vorbereiten. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Vielleicht sind es einfach zu viele Maps. Keine Ahnung. Es ist schwierig abzuschätzen. So, zumindest haben wir weiterhin genügend Maps und ich glaube, es liegen auch noch genügend in der Warteschlange. Ich meine, wenn man bedenkt, es gibt ja jedes Mal diesen Map-Contest und da sind noch so viel mehr Maps mit drin, die werden gar nicht genommen, dann verschwinden die in Versenkung, oder? Die werden, glaube ich, nicht wieder ausgegraben. Oder zumindest erst sehr spät, aber es sind da so viele Maps, kann man die gar nicht alle ausgraben, dafür haben wir zu wenig Map-Rotation in StarCraft 2. So, wir sehen jetzt hier Hellion plus Reaper-Combo. Fährt einfach mal am Stalker vorbei, aber Oracle kommt mit dazu, gerade rechtzeitig, um den Hellion und den Reaper zu eliminieren. Ah, der Reaper lebt noch ein Schuss, fehlt. Oh, Oracle wirft den Laser nochmal an, will da hinterher, das Oracle kriegt jetzt diesen Kill. Es kriegt diesen Kill. Energie gerade so leer gelaufen, aber der Laser ging noch raus, damit die Turn-Einheiten eliminiert. Das Oracle ist natürlich bekannt, es gibt ein weiteres und es gibt ein zweites Stargate? Doppel Stargate Phoenix anscheinend von Hellraiser nachgelegt. Ja, der Terraner kann gerade nicht mehr wirklich scouten, müsste scannen, was kein Terran jemals macht. Da soll es einen Widowmine-Drop geben. Und da kommt eine Basis Nummer 3 bereits mit dazu. Aber Doppel-Phoenix-Opener könnte dem Terraner durchaus Schaden zufügen. Kann natürlich richtig schief gehen gegen Widowmines. Schauen wir mal. Erstmal gibt es noch auch ein weiteres Oracle. Also wenn Hellblaze hier Doppel-Stargate Oracle spielt, dann können die dem Hase-Wort verleihen. Das klingt nach einer mega Hase-Taktik. So, Widowmine-Drop ist aber unterwegs und der wird als nächstes wichtig. Die Oracle sind gerade nicht wirklich beim Terraner, um da Schaden zu machen. Wir sehen, Stim ist unterwegs. Mehr Widowmines, noch ein Medivac mit dazu. Und in der Natural. Boost, Loadout und Lift.
Und die würde meinen, schießt auf den Phoenix. Aber sie wird von den Oracle quer gelasert. Und die würde meinen, sie werden dann recht schnell eliminiert. Währenddessen neue würde meinen, läuft hier mit ran. Gräbt sich auch noch ein. Und wird nicht geliftet. Das heißt, man muss jetzt eine Probe ranfahren. Oder eine andere Einheit ranschicken. Oder, ja, man macht das hier. Relevation einmal drauf. Und jetzt kann die Widowmine gejagt werden. Das ist damit tatsächlich recht solider Opener von Hellraiser gegen diesen Widowmine-Drop. Wie man sieht, konnte die alle blocken, ohne dass der Worker fehlt. Aber ja, man kennt das, wenn die Terraner Widowmine spielen, dann hören sie damit auch nicht so schnell auf. Weil es geht einfach weiter mit dem nächsten Widowmine-Drop. Aber da die Lufteinheiten noch zu Hause sind, sollte auch das kein Problem sein für Hellraiser. Ah, das Medivac versucht es zumindest. Und Reaktion ist da. Bekommt der Lift. Lift kommt auf beide Widowmines und das Medivac wird natürlich auch eliminiert. Da wurde jetzt auch das Doppel-Stargate natürlich gescoutet. Aber ja, die Air-Army von Hellraiser ist auf jeden Fall schon ziemlich stark aufgebaut. Und Q muss sich entsprechend darauf vorbereiten. Er hat aber eine dritte Basis, die schon fertig ist als OC. Das heißt, seine eigene Economy ist in einem ganz ordentlichen Zustand. Also ist jetzt auch noch ein bisschen Mining-Vorteil, aber nicht wirklich viel. Und währenddessen sehen wir gerade schon wieder die weiteren verstreuten roten Punkte. Hier gab es einen weiteren Widowmine-Drop. Die Widowmine hat einen Kill gemacht. Die Widowmine hier wird einen Kill machen. Stalker wurden reingedroppt, um die Widowmines zu eliminieren. Währenddessen die Lufteinheiten jagen nach Medivac. Und somit Q verliert hier natürlich auch sehr, sehr viel. Muss man schon sagen. Seht ihr, 100 zu 1100 Resources lost. Ist halt schon so eine Sache. Und die Widowmines, ja, sind weiter unsichtbar. Währenddessen nächste Widowmine-Drop. Und zwar in der Mainbase. Aber auch da wurden die Worker gezogen, denn Q hat da schnell eine Armory mit dazugestellt und damit eben bleiben die Widowmines unsichtbar und das ist halt eine ziemlich nervige Angelegenheit, wie man sieht. Widowmines wurden jetzt geliftet und entsorgt. Also bisher trotz des Investments von Q nicht der Killer Damage. Weitere Widowmines laufen. Also Q hört einfach nicht auf mit seinen Widowmines. Wie viele tote Widowmines hatten wir schon? 9 Stück. 9 Stück in 6 Minuten. Stalker kommt jetzt hier mit dazu. Widowmine schießt fast in die Stalker. Hier nochmal. Also bisher hat das Hellraiser sehr, sehr gut im Griff, muss man sagen. Kriegt auch hier nochmal 2 Widowmines geklärt. Braucht natürlich ständig Relevation, das heißt, er braucht sehr viel Oracle-Energie, um das alles, ja, zu detekten. Und natürlich, es laufen weitere Widowmines und es fliegen weitere Widowmines. Die Gegner, es nimmt einfach kein Ende. Die Widowmine-Quote in diesem Match ist hoch. Und die Lufteinheiten, oh, da hat Hellraiser gerade nicht geguckt, das könnte wehtun. Nämlich, Oracle wird gewonnen, shottet. Ein Oracle weniger. Wenn es dann kommt, der Triple Widowmine-Drop Richtung Nashville. Cure lässt einfach nicht locker und eventuell wird er dafür noch, ja, belohnt, denn diesmal wurden die Probes nicht weggezogen. Oh ja, das ist der Hit, für den man arbeitet als Terraner. Währenddessen sind auch hier noch die Marines unterwegs mit weiteren Widowmines. Die Widowmines splitten sich hier noch. Okay, jetzt wird es für Hellraiser etwas ekliger, denn jetzt hat er einen wichtigen Teil seiner Economy verloren. Die Widowmine hier versucht sich noch in die Mainbase zu bringen. Es ist noch eine Widowmine an der Dead World immer noch übrig. Widowmine in der Main wird geklärt, aber die Widowmine hier wurde noch nicht gesehen. Die kann da nochmal einen Schuss abgeben. Könnte nochmal ein paar tote Worker werden. Widowmine. Okay, nur eine Probe. Wird jetzt auch gefunden. Das ist ja ein lästiger Bild hier. Die schnelle Armory, die Factory mit dem Reaktor einfach Widowmines pumpen, Widowmines pumpen, Widowmines pumpen. Währenddessen mehr Widowmines natürlich unterwegs. Ein paar Marines haben dann ein bisschen der Terraner einen Pylon gefunden, der muss entsorgt werden. Marine wartet hier auf eine weitere Base. Aber da steht schon Pylon dran. Also Intel kommt die vierte einfach dann hier. Es ist jetzt Blink unterwegs und plus 2 Armor für den Protoss. Es kommt eine weitere Forge mit dazu, wenn Tarana arbeitet an seinem 1 Infantry Armor und seinem Combat Shield. Dann werden die Marines mal kurz getaggt und mehr Terran Army Supply kommt hier aber raus. Wie viele Tote würde man jetzt waren? Das inzwischen 15. Für 18 Probes. Also es ist trotzdem. Tarana hat trotzdem mega viel verloren. 1300 zu 2000. 500 ist halt wirklich kein gutes Verhältnis. Am Ende war es wirklich dieser Triple Drop, der sich nochmal gelohnt hat, der die Sache besser gemacht hat. Hätte Hellraiser auch die 3 Widowmines ohne Probleme abgewehrt, dann wäre Q in einer ziemlich miserablen Position. Aber so hat er doch nochmal sehr einen wichtigen Damage gemacht. Und hier geht jetzt der erste Fightless Lift auf die ersten Widowmines. Dann Oracles werfen den Laser mit an, Zalets chargen nach vorne und die Widowmines ballern aber in die Zalets rein. Die Minions kiten nach hinten. Zalets sind aber weiter dran, es werden immer noch mehr Einheiten geliftet. Die Widowmines sind aber noch im Boden. Hier geht es nochmal durch den Beschleuniger durch und die Medivacs versuchen einzuladen, versuchen wegzuboosten. Die Phoenixes sind aber dran, kleben an den Medivacs, kleben an den Einheiten und da verliert Q nochmal wesentlich mehr. Jetzt aber die Marines ballern hier durch, die Oracles, mehr Marines kommen damit raus. Da sind nochmal Widowmines irgendwo mit drin und währenddessen hier drüben Reinforcement, nein, wird noch nicht von den Widowmines beschossen. Hier drüben geht der Fight natürlich weiter an der
Rittenbasis vom Terran, aber die Bio scheint sich hier ein bisschen zu stabilisieren. Lifts kommen nochmal mit raus, aber es sind nicht mehr viele Settles da. Es strömen immer noch ein paar Bio-Einheiten raus. Es sind auch Missile-Turrets gegen die Lufteinheiten eben da. Das heißt, die Phoenix und Oracle müssen da aufpassen. Und Oracle sind kaum noch welche vorhanden. Es sterben die ersten SCVs. Es ist auf dem Boden kaum was vorhanden. Die Phoenix haben nicht viel Energie. Das sieht gar nicht mehr so gut aus hier. Fairracer, da hat es sich ein bisschen overextended. Da sieht man, die Phoenix, die kriegt nochmal einen Hit-Up. Die Oracles kommen jetzt da nochmal mit nach vorne. Jetzt nochmal neue Settles mit am Start. Aber weitere Widowmine kann damit reinfeuern in die Settles. Was haben wir, die Settles müssen aufpassen. Währenddessen wurden 9 SCVs gekillt. Die Oracles gehen jetzt aber hier nochmal down. Die Settles waren nochmal gefokust. Und tatsächlich, Cure, er hält das. Es kostet ihn einiges, aber er hält diesen Push. Und damit ist das Protoss-Army-Supply ordentlich, ja, dezimiert worden. Wenn es dann die Widowmine-Supply ist, nochmal geschossen und wahrscheinlich nochmal 2 Settles gekillt. Sowas lohnt sich natürlich langfristig. Wir sind jetzt bei 6200 zu 9200. Terran hat trotzdem wesentlich mehr verloren. Hat aber auch ein ganzes Stück mehr gemeint. Army Supply Danish, man sieht's, ein kleiner Durchhänger. Und dann hat sich jetzt Cure wieder aufgebaut. Bei Hellraiser hat das inzwischen auch wieder ein bisschen ausgeglichen. Aber was jetzt natürlich kaum noch hat, sind Oracles. Er hat nur noch ein Oracle, noch 6 Phoenixe, die sind aber auch angeschlagen. Und hier die Widowmines sind immer noch mit am Start. Es sind immer noch viele Widowmines mit am Start, muss man nicht schon sagen. 8 Widowmines mit dabei. Archon ist jetzt mitten in der Army, Immortal mitten in der Army. Der nächste Fight geht los. Widowmines, wie gesagt, in Masse. Und da sind die Settles schon mal zur Hälfte weg. Infantry Armor 2, das heißt, der Terran arbeitet mit 2-2 gegen nur plus 2. Jetzt die Phoenixe fliegen oben rein, tanken hier die Widowmines weg damit. Aber Phoenixe sind down, Medivacs sind noch 2 am Leben. Mehr Widowmines kommen dazu, Widowmines wird jetzt hier hinter alle gekehrt. Und das sind vorne, stabilisiert sich der Terran mit weiteren Widowmines. Und dann nochmal ein Zelt raus. Die Widowmines hier werden alle rausgenommen. Und damit Hellraiser defendet nochmal eine Runde. Vierte Basis kommt dafür ein Protoss. Und das ist ein Terraner, pumpt einfach mehr Masse und geht auf eine Ghost Academy. Was für ein weirdes Game hier. Da geht's die Rampe hoch mit den Zelts. Die Zelts versuchen da durchzukommen, schaffen es aber nicht ganz. Es sind 4 Medivacs jetzt mit dabei und eben ohne Phoenixe sind die Medivacs jetzt wirklich auch hilfreich für den Terran. Und da strömt mehr Bio einfach nach. Widowmines werden jetzt wieder ein paar gebaut. Stück für Stück. Aber Ghost Academy ist gleich mit dabei. Das heißt, es könnte noch gefährlicher werden für die Archons. Es kommt eine Robotics Bay für Hellraiser, für Disruptor. Und das sind das EMP-Upgrade auch direkt. Und 5 Ghosts auf einmal ist der Typ denn des Wahnsinns. Weißt du, wie viel Moment, wie viel Geld hatte er davor? 5 Ghosts ist schon teuer. Ghost Academy wird da fertig. Er hatte 1000 Gas. Jo. 200 Gas noch übrig. Wunderbar. Mit der Fertigwerden der Ghost Academy mal easy 800 Gas versenkt. In die Ghost und das Upgrade. Da kommt noch Sensor Tower, Medivacs. Und ja, Cure plötzlich 20 Supply vorne. Da ist jetzt nochmal ein Oracle unterwegs. Das ist das letzte seiner Art. Wurden auch. Jetzt werden wieder Phoenix natürlich einzelne gebaut. Aber eins der Phoenixe. Ein einzelner Phoenix. Vielleicht als Scout eventuell. Wenn der Phoenix alleine macht, nicht viel. So, und die Bio versucht dann den Weg frei zu räumen, wie man sieht. Das sind Rocks, die man auch ballern kann. Und wir sind jetzt bei 2-2 gegen 2 einzelnen Upgrades. Aber Protoss ist mit 3-2 in der Forschung. Kriegt er die ersten beiden Widowmines, die ersten 3 Widowmines sogar easy rausgeballert. Wenn das dann kommt, jetzt hier ein Disruptor mit dazu. Das Oracle taggt da nochmal rein. Aber die Terran Army, die will halt fighten. Und Hellraiser ist gerade Supply Block. Muss ein bisschen auf sein Supply aufpassen. Jetzt neben die Ghost mit am Start. EMP Upgrade dauert noch. Die Enhanced Shockwaves. Dauert aber nicht mehr lange. Und hier, ja, geht einfach die EMP so rein. Immortal ohne Schilde, Archon low, Archon down. Sentries ohne Energie, nochmal mehr EMPs. Und das sieht gar nicht gut aus. Da wird einfach nur zerblöckt. Seine Protoss-Einheiten sind nicht stark genug hier. EMP Upgrade wird gar nicht benötigt. Die Protoss-Einheiten killen das so schon alles. Und da kommt ein... Das sieht mir... Ein NN. Jetzt sehen wir das einfach vom anderen Sprachenset. Von der... Nee. Gibt es ein eigenen ukrainisches... Heilset für die Tastatur? Ich weiß es gar nicht. Kyrillisch wahrscheinlich. Kyrillisches Alphabet auf der Tastatur oder so. Auf jeden Fall ist das das GG und somit Cure gleicht hier aus in einem sehr verrückten, Widowmine-lastigen Game, das wir hatten. Ich meine, was war denn die Anfangsphase? Wir hatten insgesamt 32 tote Widowmines. Da sind dann auch über 60 Sellets gestorben. Die Stalker zwischendrin. Das war schon ein Erlebnis. Hatte ich gerade die Anfangsphase, war für Cure... wirklich nicht so geil. Es war dieser eine Triple Drop hier in der Natural, der die ganzen Probes gekillt hat. Bis dahin war die Hellraiser Defense wirklich top. Also hätte Cure den Damage nicht gekriegt, wäre es auch durchaus drin gewesen, dass er diese Map hier verliert. Somit haben wir jetzt den Ausgleich und gehen nochmal in eine Map Nummer 3. Mal gespannt, was die beiden sich da abliefern. So, Map Nummer 3 ist Everdream und wir kriegen die Proxy-Geschichte umgedreht. Es ist Hellraiser, der hier proxiert.
Fällt da ein Proxy Gate, hat seinen Probe hier drin und kriegt er mal in das erste SCV hier, das mit Barracks bauen beschäftigt war. Und das war schon mal den ersten Damage. Na, natürlich, das ist risky, was sie hier betreibt. Dein Gateway steht da mitten in der Landschaft. Das war ein Attack, da kommt zwar der Attack-Sound, aber kein Damage. Und die Probe wird hier mal ein bisschen angegangen. Der Reaper ist dann unterwegs, aber das SCV wird natürlich scouten und dann sehen, beim Protoss ist halt fast nichts zu Hause. Und dann wird man den Reaper zu Hause behalten. Der Reaper ist ziemlich gut gegen den ersten Zealot, der dann unterwegs ist. Ja, wir können jetzt in die Vision von Cure gehen. Und er sieht jetzt, dass keine Natural da ist. Da, keine Natural. Hier oben nichts. Okay, da einpeilen und ein Cybernetics Core, ein Gas. Aber sonst nichts, kein Gateway. Er weiß, das Gateway ist Proxy, muss Proxy sein. Es kommt auch gerade der Zealot an. Der Zealot versucht, das SCV zu killen, killt auch das SCV zusammen mit der Probe. Also zumindest weiterer Damage hier, die Natural wird unterbrochen, weiteres lowes SCV, aber der Reaper ballert eben nach und nach den Zealot aus dem Leben. Es gibt danach einen Stalker, wenn das die Probe versucht, nochmal einen Kill zu schaffen, aber schafft sie nicht. Wenn das ein Warden einfach weitere Units produziert, nächster Zealot ist unterwegs, aber der ist halt alleine. SCVs bauen da weiter an der Natural, weitere SCVs werden mit rein, zum nochmal einen Kill tatsächlich. Vom Protoss, aber reicht das überhaupt? Lohnt sich das? Der Zealot immer, der hat sich gelohnt, der hat zwei SCVs gekillt, aber der vorige halt nicht. SCVs hier sind mega angeschlagen, das heißt, wenn hier ein Adept oder ein Stalker rankommt, wäre es nochmal ein bisschen ekliger für Cure, aber Hellraiser setzt hier einen Stalker nach und der Stalker muss jetzt nach hinten kiten gegen Reaper und Marines und alleine macht halt nicht so viel. Wenn das nun kommt, in den Natural beim Protoss. Bisher sehe ich aber diesen Early Push noch nicht als so erfolgreich, dieses Proxy. War jetzt noch nicht so spektakulär. Und hier die defensive Schildbatterie wurde sogar gecancelt. Denn die Protoss-Einheiten gehen jetzt schon wieder nach Hause. Reaper ist da noch unterwegs. Wir haben eine Factory mit Reaktor. Das hätte ich. Ich glaube, es wird sich für Cure lohnen, hier wirklich wieder auf massiv Widowmines zu spielen. Mit einer Armory. Denn hier kommt keine Detection. Wir sind bei einem Twilight Attack, aber das weiß Cure natürlich momentan noch nicht. Da kommt jetzt erstmal ein Starport, aber auf jeden Fall geswitcht der Reaktor an die Factory. Oh, mal sehen, ob der Q jetzt eine Armory mitzieht. Es gibt, nein, es gibt Hellions tatsächlich. Okay, einen anderen Weg. Damit kann man auch sehr viel arresten. Und hier vorne ist natürlich keine Wall, das heißt, man kann ziemlich easy durchfahren. Wall ist in der Mainbase vorhanden. Mit der Gatebase hier alles abgeschirmt. Und es gibt Resonating Glaives. Auch wenn momentan keine Adepts draußen sind, aber es gibt drei weitere Gateways. Reaper Scout noch unterwegs weiterhin. Jetzt werden Widowmines gebaut. Medivac können jetzt auch gebaut werden. Ja, da kommt die Armory. Als der Starport fertig ist. Und damit, ja, beginnt auch die Medivac-Produktion. Somit die Party geht los und tatsächlich hier kommt auch der Scout. Und das sieht man, oh, der wird keine Detection haben. Der hat nur Twilight Council. Währenddessen gehen die Hellions an der Nestruhe rein. Und versuchen da auch noch mehr Worker zu killen. Und somit gehen die ersten zwei Probes down, die ersten fünf Probes down. Das summiert sich schon mal ganz ordentlich. Das sieht gar nicht bei mir so gut aus. Eben jetzt die Protoss Early Game Defense sieht halt nicht so spannend aus. Und 11 Probes gehen jetzt schon down. 12 Probes. Der Hellion lebt noch immer tatsächlich. 13. Der killt nochmal. Hat 8 Kills, der Hellion. 13 Worker tot. 25 zu 31. Resident Glaives ist noch lange nicht fertig. Protoss Army besteht nach wie vor aus 2 Stalker. Und hier drüben sind nochmal ein paar Adepts reingewobbt worden. Trotzdem geht eben dann hier gleich die Widowmine-Party los. Und das Problem ist halt auch, die Widowmines bleiben gecloaked. Das heißt, die Adepts haben keine Möglichkeit, diese Widowmines rauszunehmen. Da wird jetzt eben auch Bunk gebaut. Also Q erwartet auch, dass sein Gegner hier mit einem Attack aufwartet. Er hat so viel Damage gemacht, er hat den Tech gesehen. Da ist halt auch keine Robo dabei. Es wird wirklich alles hier reingewobbt. Die Adepts sind da unterwegs. Es ist hier aber eine Wall. Die Wall ist da recht dünn besetzt mit nur 2 Zealots. SCVs werden bereits gezogen Richtung Mainbase. Adapt Shade mal rein. Aber ich denke, die Widowmines werden das langfristig hier aufhalten können. Wobei es wurden. Jetzt wird es nochmal ein Panzer gebaut. Die ersten 3 SCVs gehen down. Die Natural hat da ein paar Probleme. Aber jetzt ist sogar noch ein Liberator mit dabei. Also die Adapts haben gerade so viele Konter gegen sich. Das wird nicht viel Spaß machen. Im Marines sind zwar nicht so stark, aber eben der Panzer kann reinballern. Und die Widowmine ballert mal rein. Der Liberator septen Adapten raus. 5 SCVs bisher gestorben, aber auch schon die ersten paar Adapts sind down. Shade auf die Rampe und das funktioniert gerade überhaupt gar nicht. Da wird einfach alles zerrissen von der Razor. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er ist so schnell hier weggestorben mit seinen Adepts. Wir sind jetzt hier 2.100-900 Resources lost und Cure kann genau das wieder machen. Widowmine Drop mit Cloak Upgrade und der Protoss hat halt immer noch keine Detection.
Müsste Cannon spawnen, hat aber auch keine Forge. Es kommt nämlich gerade in Dark Shrine, das heißt, es bleibt weiterhin bei keiner Detection. Es gibt nochmal den Go mit ein paar Adepts, mit einem Shade, aber deshalb Panzer plus Liberator plus Bunker plus Nevermind, da geht halt wirklich nichts. Und dieser Nevermind Drop wird jetzt nämlich das Schicksal von Hellraiser besiegeln, denn er hat halt nichts dagegen. Er geht jetzt auf eine Forge und eine Robo, aber trotzdem dauert es ab jetzt gleich ewig, bis diese Nevermind detected werden können. Das heißt, ein Schuss ist safe, ein zweiter wahrscheinlich auch. Und die Props können dann hier nicht wirklich arbeiten. Oh mein Gott, und da kommt jetzt nochmal ein Schuss nach hinten rein, 4 Kills. Und mit diesem Schuss gibt es auch direkt das GG well played. Denn Hellraiser hat auch gerade in dem Moment realisiert, oh, das Ding bleibt unsichtbar nach dem Schuss. Das heißt, ich habe keine Detection. Das heißt, mein Mining wird da nochmal ordentlich gestört. Und unten in Natural ist die wieder mal noch nicht mehr gelandet. Hellraiser war nach dem Push mit seinen Adepts eh schon hinten. Und ab da gibt es keine Rettung mehr für die ganze Geschichte. Das heißt, Q macht das am Ende doch mit dem 2-1 einfach, weil er hier gut die Sache liest und gut defendet, muss man sagen, sowohl gegen das Proxy Gate als auch gegen den Adept Attack, hat er gut gemanagt. Und ja, die Widowmines mit dem Cloak Up the Armory ist schon spannender. Man muss auf jeden Fall sich als Protoss früher auf Detection konzentrieren, ansonsten eskaliert das ziemlich schnell. Ja, das war das Losers Match, das heißt, wir haben dann noch einen Deciders übrig, das wird dann Cure gegen Astraea, das wird ein Rematch. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und